Hallo und ein herzliches Willkommen hier zurück, meine lieben Freunde. Hier ist gerade mein wilder Gefährte gestorben. Ich habe mir überlegt, wenn das System vielleicht falsch getriggert hat, vielleicht triggert es dann ja auch das hier richtig. Ah, guck mal an, es glüht. Und jetzt? Ein Wort der Macht gelernt. Waffe entwaffnen. Ein Schrei erlernt. EP-Bonus? Okay. Ich habe einen Schrei erlernt. Wie kann ich den benutzen? Schrei, Schlag... Ne, schlägt Stahl. Du entreißt einem Gegner die Waffe. Und da steht rechts... Drachensehen 0. Verwende Drachensehen, um Schreie zu lernen. Okay, also müssen wir Drachen töten, um Schreie lernen zu können. Alles klar. Und die kriegen wir anscheinend von solchen komischen Schreinen. Wow. Damn you, bitch. Wurde mit einem Giftpfeil belegt. Und nun? Sehe leider nichts. Glaubt ihr allen Ernstes, dass euer Pfeil mich erreicht, bevor meine Klinge euer Herz durchbohrt? Gebt mir einen Grund, es zu versuchen. Ihr seid ein schlaues Mädchen, Kalia. Ein genialer Plan, Gut Goldenglanz zu kaufen und die Honigbräu-Brauerei zu finanzieren. Um die Niederlage eines Feindes sicherzustellen, müsst ihr zunächst seine Verbündeten schwächen. Das war die erste Lektion, die Gallus uns gelehrt hat. Ihr habt schon immer schnell gelernt. Nicht schnell genug, sonst wäre Gallus noch am Leben. Gallus hatte sein Reichtum und er hatte euch. Er musste nur in die andere Richtung schauen. Habt ihr den Eid vergessen, den wir als Nachtigallen abgelegt haben? Habt ihr erwartet, dass er eure Methoden einfach ignorieren würde? Genug von diesem sinnlosen Geplapper. Kommt, Kalia. Es ist Zeit, dass ihr und Gallus euch wiederseht. Guck einer an. Unser Mörser ist der Arsch. Dumm, Mörser. Mit euch die Klingen zu kreuzen, wäre mein Todesurteil. Aber ich verspreche euch... Wenn wir uns das nächste Mal begegnen, wird das euer Verderben sein. Na, da ist er unsichtbar und schleicht weg. Wie interessant. Es scheint, dass Gallus Geschichte sich wiederholt hat. Dank Kalia habe ich die Mittel dazu, euch loszuwerden. So wird dieses uralte Grab eure letzte Ruhestätte. Aber wisst ihr, was ich am faszinierendsten finde? Dass all das erst durch euch möglich wurde. Lebt wohl. Ich werde Brynjolf eure Grüße ausrichten. Ah. Oh. You son of a bitch. Wie kann ich das überleben, wenn er mir in Deutsch... Ah, nee. Was ist passiert? Wir leben. Sachte, sachte. Steht nicht zu schnell auf. Wie geht es euch? Kalia, Moment. Ihr habt mich angeschossen. Nein, ich habe euch das Leben gerettet. Meine Pfeilspitze war in ein besonderes, lähmendes Gift getaucht. Das hat euren Herzschlag verlangsamt und euch vor dem Verbluten bewahrt. Hätte ich euch umbringen wollen, würden wir dieses Gespräch nicht führen. Warum habt ihr mich gerettet? Ursprünglich wollte ich den Pfeil für Mercer verwenden, aber ich hatte kein freies Schussfeld. Ich habe mich im Bruchteil einer Sekunde dafür entschieden, euch aus dem Weg zu räumen und damit euren Tod verhindert. Okay. Dann stehe ich im Prinzip in ihrer Schuld, ja? Mehr als ihr euch jemals vorstellen könnt. Ich habe ein Jahr gebraucht, um das Gift für diesen Pfeil zu perfektionieren. Ich hatte nur gehofft, Mercer lebend gefangen zu nehmen. Weshalb wollt ihr Mercer lebend?
Mercer muss der Gilde vorgeführt werden, um sich für seine Taten zu verantworten. Er muss für den Mord an Gallus bezahlen. Wie wollt ihr es jetzt beweisen? Mein Plan, Mercer ausgerechnet in der Schneeschleierzuflucht einen Hinterhalt zu legen, war mehr als nur reine Ironie. Vor eurem Eintreffen habe ich ein Tagebuch bei Gallus Überresten gefunden. Darin finden wir sicher die Informationen, die wir brauchen. Und was steht da? Ich wünschte, ich wüsste es. Das Tagebuch ist in einer Schrift geschrieben, die ich noch nie gesehen habe. Vielleicht könnte man es übersetzen lassen. Entier, Gallus' Freund an der Akademie von Winterfeste. Natürlich. Er ist der einzige Außenstehende, dem Gallus das Wissen um seine Identität als Nachtigall anvertraut hat. Da ist dieses Wort schon wieder. Nachtigall. Es gab drei von uns. Mich selbst, Gallus und Mercer. Wir waren ein anonymes Fragment der Diebesgilde in Rifton. Vielleicht erzähle ich euch später mehr davon. Zunächst aber müsst ihr mit dem Tagebuch nach Winterfeste gehen und eine Übersetzung besorgen. Hier, nehmt auch diese. Die könnten sich auf eurer Reise als nützlich erweisen. Gift, Gift. Schwäche der Magie, Anfälliger der Feuer hinzufügt und Gallus Verschlüsseltes. Und nochmal leicht Anfälligkeit für Frost. Okay, cool. Könne mich nicht nach Winterfeste begleiten? Leider nicht. Ich muss noch Vorbereitungen treffen und Gallus Überreste bestatten. Ich verspreche euch, dort aufzusuchen, sobald ich kann. Okay. Erzählt mir etwas über Gallus. Er war ein Gelehrter, ein Meisterdieb und ein geborener Anführer. Alle respektierten ihn und folgten ihm ohne zu zögern. Es war Gallus, der mich bei den Nachtigallen einführte, der meine Fertigkeiten schulte und verfeinerte. Ihm verdanke ich alles. Wir standen uns sehr nahe. Wart ihr ein Liebespaar? Gallus sagte einmal, dass er sich in meiner Gegenwart wohlfühle und sich entspannen könne. Ich kann nicht umhin, mich für das verantwortlich zu fühlen, was ihm zugestoßen ist. Warum habt ihr Mercer nicht umgebracht? Mercer hat die Gilde belogen, mich als Mörderin gebrandmarkt und meinen Namen bei all seinen Kontakten in den Schmutz gezogen. 25 Jahre lang war ich auf der Flucht, habe niemals zweimal am gleichen Ort geschlafen und sorgfältig meine Spuren verwischt. Mercer soll nicht sterben. Er soll die kalte Hand des Schicksals zu spüren bekommen, wenn sein Leben vor seinen Augen in Trümmer fällt und er von der Gilde gejagt wird. Kann ich verstehen. Das nächste Mal werdet ihr vielleicht keine Wahl mehr haben. Ich verspreche euch, wenn es soweit kommt und ich mit dem Rücken zur Wand stehe, werde ich keinen Moment zögern. Alles klar. Denkt Dankeschön. Dran, sprecht nur mit Entier. Vertraut niemand anderem. Und das Pferd ist irgendwie schon zur Hälfte im Schnee versunken. Auch mal nett. Man muss sagen, die Quest gefällt mir. Und die Schneeschleierzuflucht ist damit auch abgeschlossen. So, wir müssen... Harte Worte nach... Da. Winterfeste. Faszinierend. Mercer war eine Nachtigall und hat den Chef und die Chefnachtigall getötet. Und was zum Henker ist eine Nachtigall? Na gut, wir werden es rausfinden. Don't spoiler, thank you very much. Ja, ich muss hier rein. Ab in die Kneipe. The Frozen Heart. Gefrorene Herz. Eigentlich nicht schlecht. Für eine Taverne dort oben im Norden. Hallo in dir. Ja, ja. Was gibt es? Kalia hat mich geschickt. Kalia? Dann hat sie es endlich gefunden. Habt ihr Gallus Tagebuch? Ja, aber es gibt ein Problem. Ein Problem? Lass mal sehen. Ah, das sieht Gallus ähnlich. Ein guter Freund, aber immer schlauer als gut für ihn war. Er hat den ganzen Text in der Fallmeersprache geschrieben. Wow. Könnt ihr das übersetzen? Nein, aber ich kenne jemanden, der es vielleicht kann. Der Hofzauberer von Markart, Kalzelmo, hat vielleicht die Unterlagen, die ihr braucht, um das zu übersetzen. Eine kleine Warnung. Kalzelmo hütet seine Forschungen wie seinen eigenen Augapfel.
Es wird nicht leicht sein, ihm die Informationen zu entlocken. Du redest mit einem Meisterdieb. Passt schon. Was könnt ihr mir über Gallus erzählen? Er war ein guter Freund von mir und ein überraschend gelehriger Schüler akademischer Themen. Ich war am Boden zerstört, als er getötet worden war. Dieses Risiko war bei seiner Arbeit wohl immer gegeben. Ich hätte nur nie gedacht, dass sein Glück einmal zu Ende gehen würde. Er war ein Forscher und dennoch hat er einen anderen Weg gewählt. Warum? Tja, nun, weil das natürlich aufregender war. Er hat uns klar und deutlich zu verstehen gegeben, dass er sich mehr in seinem Element fühlte, wenn er durch ein Fenster kletterte, als wenn er seine Nase in einem staubigen Buch verbog. Okay, wie habt ihr ihn kennengelernt? Ah ja, das ist eigentlich eine recht amüsante Anekdote. Ich habe ihn tatsächlich bei dem Versuch erwischt, in mein Labor einzubrechen. Ich wollte ihn gerade dafür bestrafen, als er eine seltsam kenntnisreiche Bemerkung über meine Forschungsnotizen machte. Ich war überrascht und so ergab sich eine Unterhaltung. Wer hätte gedacht, dass sie zu einer so engen Freundschaft führen würde? Nicht schlecht. Weshalb hat Gallus sein Tagebuch in der Falmer-Sprache geführt? Davon abgesehen, dass es nur eine Handvoll Leute in Tamriel gibt, die die Sprache auch nur erkennen? Ich bin ziemlich sicher, dass er einen Raubüberfall plante, für den eine gründliche Kenntnis der Falmer-Sprache erforderlich war. Leider hatten wir nie die Gelegenheit, über die Einzelheiten zu sprechen. Woher hat er das Wissen, wie er sie anwenden kann? Ironischerweise habe ich ihn in dieselbe Richtung geschickt wie euch, nach Markart, zu Kalzelmo. Ich hoffe nur, dass das, was auch immer er benutzte, um die Sprache zu erlernen, euch immer noch zur Verfügung stehen wird. Was genau ist ein Falmer? In der Zeit, bevor es Menschen gab, waren sie als Schneeelfen bekannt. Sie lebten im Sonnenlicht und bildeten eine wohlhabende Gemeinschaft. Sie glichen also eurem bzw. unserem Volk? Wie die Altmeer? Ja, ich würde sagen, dass die Schneeelfen uns kulturell durchaus das Wasser reichen konnten. Warum sind sie unter die Erde gegangen? In der ersten Ära zogen die Nord gegen die Falmer in den Krieg. Sie töteten sie zu Tausenden, um sie aus ihrer schneereichen Heimat zu vertreiben. Die Falmer zogen sich unter die Erdoberfläche zurück und schmiedeten ein wackeliges Bündnis mit den Zwergen, die sie schließlich verrieten. Dieser Verrat machte aus den Falmer, was sie jetzt sind. Scheußliche, blinde Monstrositäten mit einem glühenden Hass auf alles außer auf ihre eigene Art. Das klingt, als wären sie Opfer. Ja, da habt ihr wohl recht. Vergebt mir. Ich habe mehrere enge Freunde an die Falmer verloren und das verstellt mir ein wenig den Blick. Wenn ihr mehr über sie lernen wollt, könnt ihr gern mein Buch zu diesem Thema durchlesen. Es müsste auf meinem Tisch liegen. Interessant. Kalzelmo ist so dickköpfig wie ein Maultier. Seid vorsichtig, wenn ihr mit ihm sprecht. Worte der Stammesmutter. Ist es das? Nee, das glaube ich nicht. Seinem Schreibtisch. Oh ja, recht gut. Meine Unterbringung hier ist immer noch genau, was ich brauche. Die Magier lassen uns nicht in die Akademie rein. Sie sagen, dass es dann nur... Die in die weite Welt hinein? Spantius Muntius, auch nicht sein Buch? Nein, aber lach da, hat's ein bisschen krokett. Komm, lass mich mal durch. Ach, Makorio. Jetzt kommt noch Fan da hinterher. So, da liegt auch nichts. Gut. Kann sein, dass der noch eine eigene Bude hat. Okay, unser Weg führt uns also nach Makath. Und wie ich mir sicherlich vorstellen kann, wird uns Kalzelmo diese Unterlagen nicht einfach zur Verfügung stellen. Das heißt, wir werden wieder ein klein wenig, nun ja, unsere Diebeskünste benutzen müssen. Jetzt verstehe ich auch, warum wir mit Mercer da alleine rein mussten. Hätte meine Kameraden ja auch umlegen müssen. Gar nicht schlecht mitgedacht. Okay, und run. Es geht anscheinend unter Tage. Boah, ist das so geil. Diese Zwergenruinen. Ich habe gehört, dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Aber ich frage mich wirklich, warum die Zwerge auf einmal die Falmer verrieten. Also irgendwie wird mich die Geschichte schon interessieren. Weil es ist traurig. Die Nord haben tausende von Falmer einfach abgeschlachtet.
Und sie haben sich schon verkrochen und wurden dann von den Zwergen noch verraten. Das ist bitter. Was habt ihr zu verbergen, Priester? Ich verberge gar nichts. Das ist aus einem bestimmten Grund geschlossen. Die üblichen Lügen der Kaiserlichen. Erst nehmt ihr uns Talos weg, und jetzt hindert ihr uns daran, unsere geehrten Toten zu besuchen. Ihr und der Jahr werdet für jegliche Störung der Totenruhe meiner Ahnen gerade stehen. Das reicht, Tongfor. Wir sind fertig. Mhm. Die haben anscheinend ein Problem in ihren Totenhallen. Aber gut, die Minutenzahl sagt mir an, der Part geht zu Ende und ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei euch bedanken fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich hier weiter im nächsten Part. Sayonara!